Jungs. Nicht cool. Wo ist der andere? Ah, hier. Wow. Ja, die Mauer weggehauen. Ein Teil ist hier geblieben, hat die Mauer weiter zerstört, obwohl ein Loch drin war und der Rest hat sie durchgekämpft. Das ist garstig. So. Wir brauchen Reparaturpacks. Damit kann man Sachen rechtsklicken, dann werden sie repariert. Ding, 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 ding. So. Wir brauchen eine neue Mauer. So. Wir brauchen Dacker, Dacker, Dacker. So. Habe ich schon schlechte, ja, schlechte Munition. Ja. Der Feind im Osten ist jetzt auch aufgetaucht. Es wird langsam eng. Da noch ein Turm hin. Da noch ein Turm hin. Zwei Munitionsstreifen da rein. Zwei Munitionsstreifen da, dass wir wenigstens ein bisschen schießen können. Die ganzen doofen Bäume weg. Licht können wir nicht setzen, weil wir keinen Strom haben. Nicht gut. Wow, alles kaputt gehauen. Brauchen wir viel mehr von. Und kein Strom, alles zerfressen und garstige Kacke. So. Dich reparieren. Ja, die da sind nicht ganz so wichtig. Die hier sind wichtig. So. Also es hat uns nicht so viel an Ressourcen gekostet. Aber es kostet uns Zeit. Also das hinzulaufen, das selber zu machen. Das sind immer noch rosa Punkte. Und wir haben halt einen Ausfall in der Ressourcenproduktion während der Zeit. Und ich muss unbedingt mehr Mauern bauen. Könnten wir auch irgendwo automatisieren. Aber ich denke, dafür kriegen wir nicht genug Steine momentan. So. Es gibt zu viele Sachen, die mir gerade wichtig sind. Also primär wichtig ist mir das Ding hier. Aber eigentlich wichtig sein sollte mir sein die Sicherheit der Basis. Das widerspricht sich gerade alles so ein bisschen. Du da lang. Weil ich halt nicht alles gleichzeitig bauen kann. So, also ein Ring außenrum. Du weg. 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 Darum, 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 darum. So. Hier runter, dahin. Fast Inserter Greifarm bauen. Achso, das sind schon welche. Fast Inserter Greifarm da. Rote Langstrecken. Keine. Rote Langstreckendinge. Davon noch ein paar, davon noch ein paar. So. Ihr packt das Zeug bitte jetzt nach außen. 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 Einmal aufräumen. So, Platten kommen ran, Draht kommt ran, alles fertige wird außen hingestellt, alles läuft super. Geschwindigkeit, es lohnt jetzt glaube ich nicht drin, die schnellen Fließbänder zu machen. Das ist noch Überschuss vom letzten Mal, die zählen nicht. So. Oh, da oben ist noch ein Baumproblem. So. Habe ich die Radarschüssel eigentlich inzwischen gebaut? Nee. Bau bitte eine Radarschüssel. Und zwar... Mach mal ein paar krüppelige Dinger da lang, dass ich auf jeden Fall dran denke, das später wieder umzubauen. Ah, dumme Bäume. So. Baue ich hier eine Radarschüssel hin. So, die hat jetzt unten einen Balken, wo steht Sektor Scanning Progress. Und der wird jetzt nach und nach die ganze Karte aufdecken. Das Ganze baue ich auf der anderen Seite auch nochmal. Möglichst nah an der Mauer. Damit wir sehen können, was sich da so zusammenbraut. Euch bitte mitnehmen.
Oh, ich bitte mitnehmen. 450 Transport Bales, das ist doch gut. Du brauchst. Ja, du bist das Problemkind. Weg mit dir. Weg mit dir. Kohle mit. Scanner bauen. Krüppelige Strommasten. Das ist gar nicht so weit zum Rand, ne? Ja, da. Und Scanner bauen dahin. Du fängst jetzt auch an zu scannen. Das könnte ein Energieproblem werden, weil guck mal, die Scanner verbrauchen mal eben so viel wie alle unsere Mining Drills zusammen. Das Einzige, was noch mehr verbraucht als ein Radar, ist eine elektronische Schmelze. Sobald wir die vollständig produziert haben und davon, also alle normalen Stone Furnaces durch die anderen ersetzt haben, werden wir ein Riesenproblem haben mit der Stromversorgung. Aber gut, dann gibt es ja später noch die Brennstoffzellen statt Kohle und das wird dann schon alles. Aber ja, gucken wir mal, ob der Scanner schon was ausgespuckt hat. Da ist ein Feld, wo nichts ist. Aber ja, nach und nach nimmt er jetzt jeden Chunk, das ist ein Chunk, scannt ihn durch, was drin ist und dann dauert es halt eine Weile und alles ist da. Und dadurch, dass wir einen ganz links bei der Basis, einen ganz rechts auf der Basis haben, müssten wir hier ein ganz gutes Bild bekommen. Gut. Mehr Mauern. Stromversorgung war okay. Versorgung hier ist okay. Eisenplatten kann ich gebrauchen. Mehr Zahnräder. Forschung. Forschung sollte echt langsam wieder losgehen. Aber das können wir erst, sobald die drei Sachen hier durchgehend laufen. Das ist immer noch nicht so toll, wie es sein könnte. Weil es nicht schnell genug ist, hm? Ja komm, pausier das mal ganz kurz. Wir nehmen alles raus. Machen einen Neustart von dem ganzen System hier. So. Ersetzen die ganzen inneren Teile. Immer schön auf den Feind achten. Ich muss Türme bauen und dabei Sachen optimieren. Das ist keine schöne Mischung. Da. Schnelle Fließbänder. Wir hätten gerne den inneren Bereich doch als schnelles Fließband. Und die Greifarme, die das aus der Kiste auf das Fließband legen, sollen auch keine normalen Inserter sein, sondern die Fast Inserter. Davon haben wir noch 16 unten in der Hotkey-Leiste. Das passt. Nein, kein Strom. Weg. So. Zing, zing, zing. So, das heißt, du legst aus der Kiste schnell dahin. Und zwar auf das schnelle Band. Oh, nicht dahin. Und nicht mich mitnehmen. So, die sind irre schnell. Naja. Fast so schnell, wie wir gehen. Da. Da. Man kann einfach drauf stehen bleiben, das Fließband einen vorwärts schieben lassen. Wenn man so richtig faul ist oder ganz weit in die Pampa die Teile bauen will. So. Jetzt müsste es eigentlich schon klappen. Also das Einzige, was wir brauchen, ist für jede Platte drei Kabel. Das heißt, wir setzen jetzt 200 Platten rein, setzen wir 600 Kabel rein. Das wird sie nicht aufgehen, weil die Platten... Ja, okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Pause. Wir brauchen mehr Kisten. Kiste, Kiste. Damit es gleichmäßig aufs Band kommt. Weil momentan haben wir, es wird eine Platte raufgelegt, es wird ein Kabel raufgelegt. Und wir brauchen, es wird eine Platte und drei Kabel gleichzeitig raufgelegt. Also die leer. 100 rein. Obwohl, nee. 300 rein. 300 rein. 300 rein. 300 rein. So. Jetzt kommen die Arme. Ok, 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 ok. ich sehe Stau. Jo. Das geht sich so nicht ganz auf. Aber es läuft schon mal besser. Die hier müssen aber das äußere Band legen.
könnte aber alles noch an den Initialpaarplatten liegen, die hier drauf waren. So, und jetzt ist Schluss. Jetzt wird er die ganze Zeit noch das draufsetzen. Okay. Anders. Die Kiste kommt dahin. Eisen kommt hinten dran. Testen wir einfach mal. 200 Eisen. Nee, 100 Platten waren das, ne? So. Neu machen. Weil ich jetzt den Verdacht habe, dass jetzt überall, ne, Kupferkabel drauf liegen. Oh, und die Ärmchen hier müssen auch noch alle schnell werden. Die müssen viel schneller werden. Können die im Tandem arbeiten? Ja, ich glaube schon. Zip, 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 zip. Boah, geht das ab. Okay, einmal Kaltstart. Ganz, ganz Kaltstart so. Nee. Klappt so nicht. Das heißt, der muss jetzt in die Mitte. Das ist absolutes Micromanagement jetzt gerade. Wie kriege ich das hin, dass die Platte... Könnten sie von woanders rauflegen? Warte mal. Oh. Schöne Lösung gefunden. Eine Lösung gefunden. Gucken wir, wie das jetzt geht. Oh oh. Also wir haben jetzt zwei Inserter bei jedem Ding. Einer nimmt vom inneren Band, einer nimmt vom äußeren Band. Und die Eisenplatten kommen von außen. Könnte jetzt auf den Platten eng werden, weil durch die Chips draufgeschmissen werden. Aber wenn das nicht klappt, dann ersetze ich einfach den dadurch langsam. Wobei ich sehe jetzt schon, dass die Eisenplatten nicht unten ankommen. Aber es läuft wesentlich besser als vorher. Kann man nichts gegen sagen. Was haben wir hier? 89 Chips davon, ist auch gut. So, du wartest schon seit Ewigkeiten auf Chips und ich sehe da einen roten Punkt, das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Zahnräder. 250, so, wir brauchen mehr Platten. Ah, das sieht nicht gut aus, was hier das Eisen angeht. Warum kommt das nur so bröckchenartig? Hatte ich hier noch mehr stehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Stromverbrauch? Nö. Ist alles gut. Okay. Machen wir halt mehr Eisen. Habe ich kein Problem mit. Problem ist dann halt nur, dass wir nicht genug... Nee, ja. Egal, das kriegen wir schon hin. So, da noch, da noch. Hässliche Strommasten, da und da. Also irgendwas muss ausgelaufen sein. Weil sonst haben die nie gereicht, um das alles einzuschmelzen, was hier rauskommt. Und die laufen bei 100% Strom, also Noch ein kleines Detail, das mir gerade aufgefallen ist. Ich wollte vor einer Viertelstunde eigentlich schon Schluss machen. Aber das Spiel ist einfach nur geil. Also ihr habt das ja gerade gesehen. Allein schon dieses Micromanagement von diesem Ding hier. Warum fehlen hier Platten? Okay, wird sie gleich aufgehen. Allein das Micromanagement von dem Ding hier ist der Hammer. Wobei mir jetzt auch auffällt, dass in Valinda wirklich... unnötig umständlich gemacht, weil ich kenne jetzt ad hoc. Doch, kenne ich. Oh, bin ich gut. ne, so. 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 Nein, für dich nicht. Du gehst dahin, du gehst dahin. Du könntest ein Problem werden. Euch muss ich umtauschen. Rot muss nach oben.
Blau muss nach unten. Ich brauche noch ein Underground-Bild. Eigentlich zwei schnelle Underground-Builds. So. Dahin, dahin. So. So müsste es noch effektiver laufen. Einmal, weil hier durchgehend Kabel auch drin laufen können, dank dem Switch-Ding da. Und hier kommt sich nichts mehr im Weg. Das läuft jetzt richtig gut. Das heißt, wir lagern einfach 100 Platten, 300 Kabel, okay, 200 Platten, 200 Kabel, 200 Kabel, 200 Kabel rein und lassen das Ding durchlaufen. Und wir haben am Ende 200 Electric Circuit Boards. Schön. Jetzt brauchen wir Zahnräder. Mal wieder. Und es kommt viel zu... Oh, da ist noch was. Und ich muss jetzt echt Schluss machen. Also bis gleich.